Timo, wo bist denn du da? Tut mir leid, ich bin nicht zu Hause, ich bin beim Arbeiten, ich habe Dienst, ich bin in meiner kleinen Muckelbutze hier und damit müssen wir jetzt leben. Ja, genau, und das ist auch wieder das Problem, dass Timo, aber auch ich diese Woche ein bisschen viel zu tun hatten und deswegen mal wieder kein Thema vorbereitet haben. Aber hast du da jetzt ernsthaft eine Ringleuchte? Ja, diese Ringleuchte, die habe ich hier tatsächlich schon ein bisschen länger. Die habe ich nämlich, die hatte ich ja mal gekauft am Anfang, weil ich dachte, dieser I do Make-up for you-Effekt ist ganz geil. Aber Marci fand das nicht so geil und deshalb steht die hier als Notlampe eben in meiner Notarbeitswohnung, Unterkunft. Und auch damit müsst ihr jetzt leben. Ich hasse diese Dinger. You're welcome. Aber mein Teint unterstützt es schon, oder? Was sagt ihr dazu? Ja. Wir machen ja hier Medizin im Alltag und was gibt es als Alltäglicheres, als über unsere Arbeit zu reden? Also, wir reden heute mal darüber, wie die Woche so abgelaufen ist. Wenn euch das nicht interessiert, dann schaltet ab. Leute, das ist Marcel. Hallo. Und ich bin Timo Moin. Willkommen zu einer neuen Folge im Thema. Wir sind seit über 10 Jahren Ärzte und seit über anderthalb Jahren machen wir gemeinsam diesen YouTube-Kanal. Bei uns gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Heute mal direkt als alltagsrelevante medizinische Themen direkt auf eure Augen und Ohren. Ja, heute reden wir einfach mal über unseren Alltag, ein wenig daraus zumindest, beziehungsweise bei mir. So etwas, was vorkommen kann, aber nicht unbedingt alltäglich ist. Bei Timo weiß ich nicht, wird er mir gleich erzählen. Wir wissen tatsächlich nichts darüber, was wir uns heute erzählen. Wenn euch solche Themen interessieren, dann abonniert gerne den Kanal. Wenn euch die Videos gefallen, den Daumen nach oben nicht vergessen. Ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wie lief denn eine Woche da heute? Also, ihr müsst wissen, Timo arbeitet nicht regelmäßig, so wie ich das mache. Also ich arbeite tatsächlich Montag bis Freitag und habe sonst Rufbereitschaftsdienste. Timo hingegen nicht. Der arbeitet immer so ein, der hat so ein modernes Arbeitsschema. Ich habe es auch nie verstanden. Ich nenne es gerne das Blockschema, weil durch das Blockschema arbeite ich on Block, bin voll einsatzfähig, habe echt Bock auf den Beruf, brauche dann aber auch meinen Block, wo ich eben nicht der Mediziner bin, sondern der Typ, der andere Dinge gerne macht. Mein Arbeitsblock diese Woche hat am Freitagmorgen, glaube ich, angefangen. Genau, hat am Freitagmorgen angefangen und gleich am Samstag, 24 Stunden später, habe ich gleich einen interessanten Fall gehabt. Von dem kann ich dir und euch allen gerne erzählen. Es ist leider so, dass wir gerade Covid draußen haben und auch drinnen haben auf der Station. Also hatten wir einen Covid-Fall. Und warum ich euch von diesem Covid-Fall erzähle, ist, dass dieser Covid-Fall einen besonderen Verlauf hatte, der leider nicht mit dem Leben des Patienten, sondern mit dem Ableben des Patienten geendet hat. Und zwar ist dieser Patient nicht nur an dem reinen Lungenversagen gestorben, sondern bei dem Patienten ist dazu gekommen, dass eben zusätzlich zu einem Nierenversagen, das viele Covid-Patienten haben, ein Herzversagen hatte. Und zwar ist dieses Krasse bei diesem Herzversagen, dass dieses Herzversagen plötzlich auftritt. Also die Patienten liegen bei uns eine Woche lang, sind schlecht von der Lunge, werden vielleicht besser von der Lunge, die Niere fängt an schlecht zu werden. Wir schließen die Leute an eine Dialysemaschine an, das kennen wir alles. Wir unterstützen den Kreislauf ein bisschen, aber in der Regel ist die Lunge das führende Problem. Und bei dem Patienten ist von 0 auf 100 der Schalter umgelegt gewesen, das Herz blieb stehen. Wir haben einen Schrittmacher eingeschwemmt. Mit der Dialyse haben wir die Blutsalze so in Ordnung gebracht, dass das Herz wieder schlagen sollte. Das Herz hat kurze Zeit wieder geschlagen, aber den Kreislauf haben wir einfach nicht zurückgekriegt. Und das Krasse daran ist, dass man das so viele Jahre macht und dass man da so gut vorbereitet ist
und dass man so viel Training hat und so viel Erfahrung hat. Und dann steht man an dem Bett und denkt sich, Herz bleibt stehen, mach einen Schrittmacher rein, kein Problem, Niere gibt auf, mach ich die Dialyse ran, alles kein Problem. Am Schluss stirbt der Patient trotzdem. Und du stehst da mit deinem Team und denkst dir, was habe ich falsch gemacht? Und am Ende des Tages musst du dir sagen, fuck, ich habe nichts falsch gemacht, sondern dieses Virus hat einfach gewonnen. Und das hat mich so krass wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt diese Woche, dass das mein Fall der Woche war. Ja, jetzt mag man ja immer meinen, irgendwie, wenn du das so beschreibst, so konzentriert auf diesen einen Fall, da würde drumherum nichts weiter passieren. Aber das ist ja nicht die Realität. Also du befasst dich ja nur zum Teil, zu einem zugegebenermaßen geringen Teil pro Tag mit diesem Einfall, dann liegen ja noch die anderen 10, 12, 15, 20. Richtig, und dann klingelt das Telefon noch den ganzen Tag und dann hat man noch nette Kollegen, die man auch noch erklären möchte, wie das funktioniert auf der Station und die einarbeiten möchte. Und dann gibt es hier noch ein Problem und da noch ein Problem und hier noch ein Problem und da noch ein Problem. Und auf einmal wunderst du dich, 20.30 Uhr. Eben war es 7.30 Uhr und wir haben doch die Übergabe gemacht. Wo ist der Tag geblieben? Aber was so lange Arbeitseinsätze angeht, da kannst ja auch du ein echt krasses Lied von singen. Und ich habe schon mal so einen kleinen Spoiler-Alert. Ich habe so ein bisschen eine Vorahnung bzw. eine Vorwarnung gekriegt, was deine Woche angeht. Ja, was heißt die Woche? Meine Woche war eigentlich relativ entspannt. Dann kam der Dienst gestern. Also, wie wir schon mal gesagt haben, heute ist Sonntag, also war gestern Samstag und ich habe halt Rufbereitschaftsdienste, die können recht entspannt sein. Die können sogar so entspannt sein, dass ich gar nicht arbeiten muss, weil da ist halt jemand vor Ort und der löst die Probleme, wenn er sie lösen kann. Und wenn er sie nicht lösen kann, dann ruft er halt denjenigen an, der Rufbereitschaft hat. Und gestern war der erste Tag im Jahr, glaube ich zumindest, mit halbwegs gutem Wetter und in einem Monat, in dem Motorräder angemeldet sind. Das ist so ziemlich der gefährlichste Tag für den Unfallchirurgen. Und gestern war es wieder soweit. Oh ja, Nachtigall, ich höre dir Traps. Ist eigentlich gar nicht lustig, aber ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ich muss das Ganze so, dass sich keiner wiedererkennt und auch keiner jemanden erkennt, der das vielleicht mitgekriegt hat. Also so ein bisschen Thema Datenschutz und Schweigepflicht. Also jedenfalls schwerst verletzte junge Dame. Anruf kam dann gegen 13 Uhr, dass die jetzt nur da sei und auch umgehend versorgt werden müsse. Wir waren letztendlich 11 Stunden im OP-Saal. Der Eingriff lief nicht ganz glatt. Es waren mehrere Extremitäten zu versorgen und dann genau die letzte Extremität, dabei handelte es sich um einen Oberarm, lief dann leider gar nicht glatt, sodass ich mir eine Alternative einfallen lassen musste und dieser Moment, in dem man, also man muss dazu auch sagen, also wenn man so lange im Saal steht, irgendwann liegen die Nerven blank, man kann dann einfach auch nicht mehr so klar denken. Die Anästhesisten hingegen, die können das, die sitzen da einfach nur auf der anderen Seite des Tuchs und chillen und warten, bis es vorbei ist. Aber auf unserer Seite... Und ganz kurz, um dich zu unterbrechen, das Gemeinste daran ist, wir können kurz den Kollegen anrufen, der auch mit im Dienst ist und vielleicht im anderen Saal steht oder vielleicht gerade eine Überleitungspause hat, können ihm sagen, Junge, ich muss kurz pullern gehen, lässt du mich kurz raus und auf dem Rückweg trinke ich einen Kaffee und hole mir einen Snickers, damit ich wieder gute Laune habe. So sieht es nämlich aus im OP-Saal. Die Anästhesisten haben meistens echt einen entspannten Job. Also da piept so ein Automat und solange der gut piept... Naja, jedenfalls, wie ich schon sagte, die Nerven liegen irgendwann blank und ich hatte kein schlechtes Team im Saal. Es waren alles sehr erfahrene, teilweise junge Kollegen, mit denen ich schon viele, viele Jahre zusammenarbeite. Und wir hatten ein Problem, das einfach so in der Form noch keiner kannte, was aber eine optimale operative Versorgung verhinderte und nicht möglich machte jetzt in dem Augenblick. Man hätte vielleicht noch weiter ausgedehnt operieren können, was man einfach auch nicht mehr macht, wenn man so lange im Saal ist, weil die Müdigkeit einsetzt und dann geht es halt auch nicht mehr und man muss dann
irgendwie erstmal halbwegs zufriedenstellend diese Nummer beenden. Und ich bin am frühen Nachmittag in den Saal und kam dann irgendwann gegen 1 Uhr nachts raus, war dann kurz vor 2 zu Hause. Das nennt sich Polytrauma. Also wenn jemand so schwer verletzt ist, dass er aufgrund des Verletzungsmusters versterben könnte, war in dem Fall der Fall. So viel war zumindest verletzt. Also sie hätte zum Beispiel verbluten können. Und das ist etwas, was heutzutage nicht mehr so oft vorkommt. Zumindest nicht dort, wo ich tätig bin. Und irgendwie brauche ich es nicht mehr unbedingt. Wobei für den Anästhesisten unter uns beiden ist das Polytrauma immer noch so die besondere Situation, die einen fordert, eben wie eine Reanimation. Und da steht man so unter Strom, dass wenn man zu den Menschen gehört, die das zu genießen wissen, durchaus was aus dieser Situation ziehen kann. Ja, Moment, das ist auch für uns eine besondere Situation. Also nur wenn man Unfallchirurg ist, heißt das nicht, dass man die ganze Zeit polytraumatisierte Menschen behandeln muss. Also glücklicherweise werden es sogar immer weniger, weil unsere Umwelt einfach immer sicherer wird. Aber trotzdem, Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass es Alarmierungen gibt in der Rettungsstelle mit potenziellen polytraumatisierten Menschen. Und davon würde ich sagen, ist irgendwas zwischen einem Zehntel und einem Fünftel oder einem Fünftel bis einem Zehntel tatsächlich ein Polytrauma. Genau, der wirklich kranke Patient, der kritisch krank ist, der lebensbedrohlich verletzt ist. Das stimmt. Ja, so lief unsere Woche. Also nicht so geil. Immerhin gehen die Tage dann schnell vorbei, oder? Ja, aber bei mir war es ja Samstag. Also ich hätte ja auch Wochenende haben können. Das stimmt, aber die Reha-Situation von mir, das war auch Samstag. Am Samstag bin ich auch der Hintergrund. Ich bin halt vormittags im Vordergrund da und kann eigentlich so ab nachmittags irgendwann dann mich dezent zurückziehen. Und das Zurückziehen endete dann gestern Abend um 7:30. Willst du kurz Hintergrund erklären? Oder haben wir das schon? Du hast das eben gemeint, dass du jemanden im Vordergrund hast, der meistens, also jemand ist für dich oder ist in der Klinik vor Ort, da wo du arbeitest und bei mir eben auf meiner Station. Und wir sind die Joker, die eben angerufen werden, wenn zu viel zu tun ist, wenn da ein junger Kollege ist, der vielleicht einen Rat braucht, der vielleicht Hilfe braucht oder wenn halt einfach eine Hand fehlt. Dann werden wir angerufen und werden halt dazu gebeten oder manchmal auch einfach nur, mein Telefon klingelt mitten in der Nacht und das heißt, Timo, du musst kommen jetzt. Und dann springt man ins Auto, in meinem Fall, und düst da schnell hin. Bei mir ist es Gott sei Dank nicht weit weg. Ja, aber du wohnst da ja gar nicht. Nee, das stimmt. Wenn ich von zu Hause aus fahren würde, dann hätten die Patienten echt ein Problem. Aber wenn ich mir das so angucke, ein Glück wohnst du da nicht. Ein Glück wohne ich da nicht. Vor allen Dingen, das Krasse, die Vorhänge habe ich ja extra zur Seite gezogen, damit man die nicht sieht. Aber ich glaube, ich kann hier noch was draus machen. Wartet ab, ich mache da noch was draus. Ja, mach da mal was draus. So. Obwohl, eigentlich, lass uns einfach nicht so oft aufnehmen, wenn du da bist. Nee, das ruckelt, es ist kein vernünftiges Internet, mir ist viel zu warm und es ist irgendwie nicht das Echte. Ja, also, wir haben ja schon mal so ein Video gemacht über 24-Stunden-Dienste und bei mir handelte es sich gestern halt um eine 24-stündige Bereitschaftszeit. Falls ihr mal ein bisschen mehr darüber wissen wollt, wie gesagt, eine Folge haben wir schon gemacht. Die ist ein bisschen lang, aber trotzdem. Trotzdem gut. Klar, immer gut. Ja, sag mal, wie ist das jetzt? Du bist jetzt auch immer in 24-Stunden-Bereitschaft, oder? Genau, also mein Blog beginnt an einem Freitag und endet an einem Samstagmorgen. Und das ist nicht der Morgen danach. Nice. Wenn, dann richtig. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Peace. Was mit der Hand? Stört gerade die Ringleuchte? Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie ich da so... Aber warte mal. Wir können ja für den Effekt... Warte, so rum. Peace.